Ein herzliches Willkommen hier auf Red Metal Cat zum Unterwäschemassaker von 1900, Quatsch, von 1800 irgendwas. Ich bin der Maurice, mit dabei der Andreas, hallo. Ja, hallo. Das wird auf jeden Fall outfit-technisch ein interessanter Part. Ich habe das nur sehr kurz an, muss ich zugeben, weil ich fand das doch ein bisschen lächerlich. Ist es auch irgendwie, aber nun gut. Ich meine, wenn es das Outfit gibt, dann muss man es ja auch mal gezeigt haben. Ja, und plötzlich taucht mein Pferd von hinten auf. Wo auch immer es herkam, plötzlich. Ja. Ach, schön. Ja, wir haben uns jetzt entschlossen, Seth nichts anzutun. Ihm geht's, naja, den Umständen entsprechend. Ich weiß nicht, ob man wirklich sagen kann, ihm geht's gut. Ja, und ich hätte vielleicht doch mal zum U reiten sollen. Jetzt geht's komplett wieder zurück. Ist auch aktuell im Moment das einzige Symbol auf der Karte. Also bleibt eigentlich auch nicht viel übrig, als dahin zu gehen. Ja, wobei im letzten Part am Ende, hat man es vielleicht gesehen, Blackwater wird angegriffen. Wie gesagt, ich rette die Stadt nicht. Die ist am Ende des Spiels tatsächlich ausgerottet. Und mir ist das egal. Ich habe es einmal gerettet, das reicht. Ja, auch jetzt für dieses Warcrew, weiß nicht, ob das jetzt so notwendig gewesen wäre, jetzt auch wirklich die Städte dann auch zu halten. Ja, man muss, also ich habe das ja zum ersten Mal gespielt und da hatte ich auch selbst persönlich keine Lust drauf, da nochmal hinzureiten. Das ist einfach, ich mag diese Mechanik nicht und das ist auch eines der großen Kritikpunkte, die ich an San Andreas habe, dieses Scheiß erobern. Sowas macht einfach keinen Spaß, Leute. Das ist nur Zeitstreckung pur. Ja, das hat mich auch gestört. Also entsprechend auch die Mechanik bei San Andreas fand ich nicht ganz so glücklich. Vor allen Dingen, wenn dann auch noch eine Mechanik drin ist, dass du nicht nur die Sachen erobern musst, sondern dass sie auch zurückerobert werden können. Und ja. Das ist schlimm. Ich glaube, das war im ersten Saints Row war es, meine ich, auch noch drin, dass du halt diese Bandenkriege hattest und da ständig gucken musstest, wenn dann Gebiete zurückerobert wurden und so weiter. Es ist schon zu lange her, dass ich es gespielt habe, muss ich sagen. Aber ich habe auch sowas im Kopf, ja. Ja, also den zweiten habe ich nie gespielt, aber im ersten war es halt definitiv so, dass du halt Gebiete erobern musstest, dass die dann aber auch entsprechend angegriffen werden konnten. Also schon alleine damit konntest du dich einfach die ganze Zeit beschäftigen. Ohne jetzt großartig einen Fortschritt im Spiel zu machen eigentlich. Ja. Ja, und zu dem Zeitpunkt ist es wahrscheinlich schon raus, aber Saints Row 4 ist heute ein einstündiges Gameplay-Video rausgekommen. Ich habe 2 Minuten geguckt und ich fand schon so langweilig. Also, es wird einfach nicht mein Ding. Ich weiß gar nicht mehr, welches Video das war, was ich mir zuletzt dazu noch angeguckt habe, aber ich dachte mir an so vielen Punkten so, ach nee. Ich habe es immerhin komplett durchgeguckt, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, was du da jetzt genau dir angeguckt hast oder versucht es anzugucken. Das ist erst heute raus, soweit okay. Ich weiß. Also vielleicht gucke ich da auch mal kurz rein. Also, das hat mal als GTA-Klon angefangen und es ist ja schön, dass es eine eigene Persönlichkeit gefunden hat mit dem Zweier und dem Dreier. Und auch wenn ich es nicht mag, den Dreier, immerhin hat es eine Persönlichkeit, ja. Und der Vierer ist einfach nur noch Bullshit pur. Und das ist mir noch mehr zu viel. Ja, beim Dritten musste man ja schon wirklich sagen, die sind hart an der Grenze. Und, ja, also wie gesagt, mir hat es deswegen nicht gefallen und ja. Ich fand Teil 2 wirklich klasse. Ich muss aber sagen, halt bei Teil 3 fand ich diesen Trip irgendwie witzig, aber ich dachte mir schon so, okay, die reizen das schon ziemlich stark aus, aber dass sie jetzt beim vierten wirklich sagen, okay, wir müssen dann noch eine Schippe drauflegen, wow, ich frage mich echt, ob das so sinnvoll war jetzt von der Entscheidung her. Andererseits ist es natürlich schon gut irgendwie zu sagen, wir schlagen jetzt einen anderen Weg ein als ein GTA, damit wir uns irgendwie unterscheiden können, weil am Anfang war ja wirklich noch, es fühlte sich wirklich an wie, wir machen jetzt halt ein GTA, dann halt eine etwas nettere Optik, aber jetzt mit den etwas eigenen Einschlägen drin ist es schon natürlich irgendwie ganz gut, aber mir ist es schon zu viel jetzt geworden mit dem vierten dann definitiv. Ja, jetzt ist es nicht mehr GTA, jetzt ist es Crackdown. Bloß, dass du fliegen kannst. Ja. Also, die Reihe hat irgendwie null Identität, weil wirklich jeder Teil komplett anders ist. Aber halt immer mit dem Korsett Open World. Das ist übrigens die Stelle, wo mein Pferd später sterben wird. Merk ihr es. Okay. Hier dieses links, rechts, hoch, runter.
das ist die Stelle, wo das Pferd dann später draufgehen wird. Oh Gott. Ja. Aber gut, das ist auch eigentlich eine fiese Stelle, wenn du hier hochreiten musst und dann immer drauf achten. Nein, nein, das ist wie gesagt entsprechend lustig, weil das mein Vergehen ist. Oh je. Ja. Ich bin mal gespannt. Ich weiß es ja noch nicht. Irgendwie kam mir das gar nicht so weit vor am Anfang, das, aber es dauert doch eine ganze Weile. Ja, Fort Mercer. Ich glaube, hier treffen wir auch schon wieder auf den nächsten Bekannten. Ja, und da fängt doch auch das Hauptspiel im Prinzip ja an, ne? Da ist doch die Sequenz dann, ja. Hey, somebody's out there. He ain't one of them. Open the gate. Die sind aber auch sehr freundlich, dass sie das direkt aufmachen. Naja, wenn die letzten Überlebenden da sind. Ah ja, aber die hätten ja sagen können, naja, bleib erstmal kurz da stehen, ich möchte mal ein bisschen genauer gucken und bist du wirklich auch nicht gebissen worden und... Ich laufe in Unterwäsche rum, also die würden das schon sehen. Aber da ist er, der Kollege. Ja, den kennen wir auf jeden Fall auch schon aus dem Hauptspiel. Ja, leider hat er diesmal nicht seine geile Minigun dabei, wobei ich die Minigun-Mission am beschissensten fand im Hauptspiel. Wobei prinzipiell die Idee ganz cool war und eigentlich auch schon fast Pflicht, weil man die auch schon in Western-Filmen auch gesehen hat. Ja, ja. Ich habe nicht viele Western geguckt und Leute werden mir jetzt ins Gesicht spucken, aber ich fand die beiden Jackie Chan-Filme, wie hießen die nochmal, Shanghai Noon und Shanghai Nights, die fand ich wirklich lustig. Ich habe Shanghai Lights leider gar nicht gesehen, aber den davor habe ich gesehen und den fand ich extrem geil. Ich wollte den anderen auch immer mal sehen, aber ich weiß auch nicht, ich hab's irgendwann einfach vergessen, glaube ich. Wenn das mit dem nächsten Treffen klappt, kann ich ja mal die DVD mitbringen. Der Film ist nett, aber der erste ist der bessere. Aber am zweiten kommt dann wirklich die Minigun mal vor. Okay. Und deswegen musste ich gerade an die... Ja, aber das ist dann so ein Ding irgendwie wie Rush Hour. Ich habe den ersten gesehen, gut, dann in dem Fall auch den zweiten, aber dann gibt's ja auch noch einen dritten und da habe ich ja auch wiederum nicht gesehen. Den habe ich gesehen und erst... Wir haben im Kino gelacht, dann habe ich mir die DVD geholt und ich fand die scheiße. Ich finde der erste Rush Hour ist der beste. Also der beste. Also das würde ich jetzt von 1 und 2 auf jeden Fall auch sagen, dass der erste mir definitiv besser gefallen hat, ja. Ach, der Typ ist so krass. Ja. These people have lost their families. They've lost everything. Well, that's not my fault. I'm just trying to make an honest living here. No, you're not. Well, okay. Ich finde, die können so gute und clevere Skripte schreiben. Ich finde es ja gerade schon herrlich, dass gerade ausgerechnet er das Wort honest in den Mund nimmt. Ja. Oh ja, ich weiß, was jetzt gleich kommt. Oh Gott. Ja, das ist so blöd, die Stelle. Aber daraus ergibt sich doch gleich auch eine Mechanik, die du da nutzen kannst. Ups. Hat wohl doch nicht so gut funktioniert. Oder vielleicht zu gut. Es hat die Zombies so sehr abgeschreckt, dass es sich schon wieder angelockt hat, oder? Ja. Warum ist er so widerlich? Ich muss aber hingehen, das ist interessant. Ja. I need more desert sage and violet snowdrop and then I know I can cure this foul plague. Okay. Back to doing your dirty work, am I? Now, don't be like that. Don't you remember the good times? So, und jetzt wünsche ich mir, ich hätte vorher schon Pflanzen gesammelt. Denn jetzt heißt es schon wieder einen halben Part oder so blödes Zeug sammeln. Oh, Freude. Ja. Aber jetzt kriegst du immerhin die Möglichkeit, die Zombies umzuleiten. Benutze ich übrigens kein einziges Mal. Ich meine, ich hätte es auch nie benutzt, um ehrlich zu sein. Wofür? Ich will nicht ballern. Aber immerhin, das Spiel gibt dir die Möglichkeit, das zu nutzen. Ja. Wozu auch immer. Ja, da unten steht's. Du darfst jetzt Blümchen pflücken gehen. Ja. Und du hast Munition bekommen, okay.
Ich weiß auch nicht, wieso. Hm. Huh. So, du hast es vielleicht gerade gemerkt, aber das Spiel hat mich quasi zum Ausgang geleitet. Und ich mache jetzt den Fehler, erstmal das Speicherding zu suchen. Ich glaube, da wechsle ich auch gleich wieder die Klamotten. Ja. Was heißt Fehler? Also, du... Ich finde gleich den Ausgang nicht mehr. Okay. Ja, das Fort hat ja mehrere Eingänge, aber in diesem Part, also in diesem DLC, kann man nur ein Tor benutzen. Und zwar das, auf das ich gerade zugelaufen bin. Und das hatte ich vergessen. Ja. Ja, ah ja, stimmt. Und es ging auch, glaube ich, nicht, dass man einfach irgendwo an einem Punkt über die Mauer springen kann oder so. Man musste, glaube ich, wirklich den Ausgang dann nehmen. Ne? Man kann rüberspringen, das mache ich später auch, weil ich keine Lust habe zu suchen, wo das Ding ist. Aber da musste man auch ein bisschen gucken, welche Stelle man dafür nehmen kann. Ich meine, es geht an vielen Punkten nämlich nicht. Ja, werden wir nach später sehen. Ja. Wir werden jetzt einige Zeit in diesem Fort verbringen. Aber das dann beim nächsten Mal. Bis Alles dann. Alles klar, macht's gut. Tschö.